Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess mit Chainsaw Man 16. Boom! 100 Folgen! 100 Folgen, Mann! Ja, wir sind so gut! 100 Folgen! 100 Folgen! Part. Okay, es ist der 100. Part und wir sind am Weg hinaus. Was hat das jetzt uns gebracht? Gar nichts. Wir haben uns nur selber in die Luft gejagt und selber Schaden zugefügt. Nur damit ihr euren Spaß habt. Mann, sind wir nett. Und jetzt wird jetzt werde ich nochmal extra geärgert, damit ich nochmal eine Glocke sehe. Super, ne? Ich freue mich wirklich. So, und in diesem Raum haben wir wieder mal eine Geisterseele. Oh, ja. Oh yeah, ich bin Shortiku, ich sag, oh yeah, und ich halte mich jetzt hier an unsichtbaren Sachen fest. Yeah. Nein, ich schiebe. Nein, tust du nicht. Ah, das ist die falsche Richtung. Ja, meine Zipfelmütze hängt in die Luft. Stirb, stirb. Okay, wir müssen wieder hinauf. Das war ein Fehler von mir, dass ich hinuntergefahren bin. Wieso sollte man sterben, weil die Zipfelmütze runter hochgeht? Das ist deine Logik, nicht meine. Ich muss nur mal drüber nachdenken, es macht eigentlich echt keinen Sinn. Okay. Mehr Power schieben, mehr Power schieben, du musst mehr schieben. Spring runter. Und wir nehmen die Statue wieder mit. Du kannst sie nicht mitnehmen, du kannst sie höchstens dazu zwingen, mit dir zu gehen. Also wenn du sie mitnehmen würdest, dann würdest du sie tragen. Also hast dann du würde ich sagen, das tragen. Okay. Nein. So. Oh yeah, das ist die wandernde Statue. Oh ne, ich fang schon wieder an zu singen, ich höre am besten auf. Machen wir gleich einmal die Spinner hier kaputt, damit die uns nie wieder schaffen. Wow. Dude. Wusstest du, dass du eine Wirbelattacke mit der Statue machen kannst? Nein, das geht nicht. Ich hab's gerade versucht, sonst würde ich sehen. Ich habe einen Stab in der Hand, okay? Wir müssen... Jetzt müssen wir hinunter. Das war jetzt ein Fehler von mir. Jetzt müssen wir komplett hinunter. Denn jetzt ist es mal Zeit, schön ein paar Spinnen zu verkloppen. Oh wow, verkloppen. Spinnenmassaker. Oh, mit Zipfelmütze. Oh wow. Okay, und ich begebe mich gleich einmal hinter die Statue. Das ist am besten. Nehmen wir mal an. Die Spinnen, die du tötest, da kommen noch mehr Spinnen raus. Das sieht ja so ein bisschen so aus, ne? Wie viele Spinnen würden dann rauskommen? Was meinst du, wie viele wären das? Keine Ahnung. Und stell dir mal vor, du müsstest dann diese Spinnen würden dann nochmal wieder Spinnen raushalten. Das wäre doch so richtig Zelda-mäßig, oder nicht? Oh ja. Denn alles dreimal, weißt du noch? Immer alles dreimal. Dreimal Spinnen. Ich glaube, das war's. Ja, das war's. Das heißt, der Strom ist weg. Und wir haben auch dreimal zugeschlagen. Jedes Mal dreimal. Okay, wir müssen, bevor wir weitergehen mit diesem Typen, bevor wir die Glocke verwenden, eine kleine Sache hier erledigen in diesem Raum. Also erstens einmal dich hier mit einer Spinnen. Schön. Pfeile. Pfeil Refills. Refill, yeah, Englisch. Machen wir das gleich einmal kaputt, damit wir gleich hinein können, wenn wir dorthin gehen. Machen wir dich tot. Wow, da ist noch einer. Extreme English speaking, yeah. La 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 la. Und es ist Zeit für einen Boss. Eine Sache muss ich ausprobieren, weil es Batman 95 vor 2 nicht geschafft hat, also nicht richtig gemacht hat. Sofern ich weiß, kann man diese kleinen Statuen dazu verwenden, um eigentlich dort hineinzukommen. Ja, genau. Man stellt einfach eine der kleinen Statuen dort hinein, aber man kann auch den großen nehmen und die Barrikade, die Tür, einfach kaputt zu machen. Wow, du willst ja endlich mal nicht vandalieren, ich bin ja richtig begeistert von dir. Du bist ja diese auf normalen Wege. Geisterseele! Regieren und sowas, weißt du? Das ist unsere 53. Seele und es gibt, glaube ich, noch irgendwo eine, aber mir fällt sie. Ich glaube, wir sind es noch 7, oder? Ja, 7 fehlen uns noch, genau. Und wo ist die 61? Es gibt keine 61 Seelen. Ja, natürlich, in der japanischen Version gibt es 61. Wir sind hier nicht in Japan. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein! Okay. Jetzt begeben wir uns mit dem Typen hier. Warte, ich glaube, ich habe etwas vergessen. Du hast nichts vergessen. Stirb. Wir begeben uns mit diesem Typen aber dennoch weiter.
Oh, die Glocke frisst ihn wieder auf. Ja, das tut. Die Glocke. Wir müssen aber noch einmal zurück. Es gibt nämlich noch ein Herzteil zu holen, das wir uns vorher nicht holen konnten. Denn es jetzt ist Zeit für ein Herzteil. So in der Art. Doch, es ist Zeit für ein Herzteil, du hast es gerade gesagt. Okay, die Spinners sind weg, das heißt wir können... Ah, ich muss aber auf die andere Seite, weil dort die eine Statue ist. Mhm. Wir können uns jetzt diese Statue wieder nehmen. Wir wissen ja jetzt, wie das Rätsel dort hinten zu lösen ist. Also du weißt es zumindest. Und just for fun, wir wollen ja mal die Bombentheorie testen. Bombe! Wir legen eine Bombe drauf. Bombe. Ja, tut sich nichts. Doch. Du hast mich angelogen. Jetzt explodiert. Jetzt explodiert sie jetzt durch die Druckluft. Yeah, für kurz Moment hat es funktioniert. War es nicht schnell genug. Ich habe mir schon gedacht, dass es nicht funktioniert, aber war ein Versuch wert. Ist halt ja, genau, wir müssen runter. Oh Gott. Stimmt. Ich hab die Statue ganz unten vergessen. Wie du ziehst. Okay, gut. Wenn ich ziehe, bin ich wieder ganz weit oben, das weiß ich noch. Was ist, wenn du, was ist eigentlich, wenn du es versuchst rauszureißen? Wir wissen es nicht und wir werden es auch wahrscheinlich nie erfahren. Warum nicht? Deshalb. Wieso brauchst du immer so lange zum Antworten? Weißt du, was ich jetzt mache? Ich glaube, ich rede jetzt wieder in einer Tour. Was hältst du davon? Nein! Nein! Okay. Okay, gut, dann nicht. Also ich habe ehrlich nichts dagegen, wenn du redest, aber wenn du dann wieder in so einer tiefen Trance verfällst, in der du dann selber nicht mehr weißt, wovon du redest, dann kann das ein großes Problem wieder mal werden. Nein, wir finden nämlich gleich ein Herzteil dort und danach kannst du wahrscheinlich wieder reden, sofern wir noch genug Zeit haben. Ihr seht nämlich links unten, wir haben noch ziemlich viel hier zu tun, zwei Schatztruhen und ziemlich viele Spinnen. Also ich werfe mal gleich eine Bombe rein. Oh, jetzt habe ich auch echt Respekt vor dieser Aufgabe. Das sind immerhin zwei Truhen. Okay, und die... Kokosnüsse! Kill ich jetzt einmal mit dem... Greifhaken. Wir sind Glubsch-Augenviecher, wie Glubsch in die Truhe. Glubsch, wie die Glubsch. Glubsch, Glubsch, Glubsch. Spieß ihn auf! Extremes Sterben! Extremes Weiten! Extremes Kopf abreißen! Okay, geschafft! Warum? Oh, die nerven nämlich ziemlich. Ich finde, es sind sehr angenehme Gegner. Ich weiß gar nicht, was du hast. Vier meinst. Okay, die eine Schatztruhe, die ist die ganze Zeit dort hinten gewesen. Können wir uns jederzeit holen. Lavaland, ja, wenigstens. Jetzt nehmen wir uns wieder den Stab. Stab der Erleuchtung, Lord Chainsawman. Und gehen wandern. Länger hier entlang. Wandern. Denn am Ende gibt es einen Boss. Ist ein Schalter. Und ihr habt schon oben gesehen, ich habe eine Statue hingelegt, die brauche ich jetzt, weil auf der anderen Seite ist gar keine. Wieso nicht? Weil das Spiel so fies ist. Aber ich finde das hier manchmal echt gemein. So, Statue drüben, Stab verwenden und wieder runtergehen. Stab der Erleuchtung. So. Heilige Leuchtung! Eine weitere Truhe erscheint in diesem Raum. Und, wie schon erwartet, kann das nur eines sein, und zwar ein... Kotze! Ein Kotz. Nein, ein Herzteil. Und somit haben wir... Herzteil! Und somit... Herzteil! Haben wir... Herzteil! 15 Herzen. Herzteil, Herzteil, Herzteil. Okay. Das heißt, nach diesem Dungeon haben wir 16 Herzen. Herzteil. Wie dem auch sei. Und nach diesem Dungeon haben wir noch zwei Dungeons vor uns. Und zwei Herzteile. Mindestens. Ja, das stimmt schon, aber... Karte! Ja. Fast genauso heftig wie, wie hieß er? Cajun, genau. Wie Cajun von Silver. Der macht auch so geile Sachen. Ach so. Und spricht manchmal auch Französisch. Ja. Ja, die Glocke! Ja, okay. Ich mag Glocken. Hm? Ich mag Glocken. Aha, auf einmal! Wo ist der Fehler in diesem Satz? Glocken? Ja.
Sehr gut, er kann. Hallo. Dafür kriegst du einen Bonus. Okay, einer lebt noch. Da bist du. Matze, stirb. Okay, einen haben wir hier noch, einen Gegner. Matze, stirb. Stirb. Den beseitigen wir schnell. Töten. Falsches Item. Extremes Töten. Extremes Umbringen. Okay, und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Nein, Leute. Hast du noch was zu sagen, Gentleman? Ja, Kokosnüsse sind weiß. Wenn sie rot wären, da hätten sie ja Blut in sich drin. Und Blut ist die falsche Farbe für Kokosnussmilch. Der Kokosnussmilch muss weiß sein, weil weiß ist eine Farbe für Kühe.